bei der Folge und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar, ja, wie ihr seht, sind wir in so einem kleinen Event hier von der Paysafe Card, das mich gerade aufgemuntert hat, so ein bisschen, indem man halt einfach kostenlos Geld verdienen kann, indem man halt solche kleinen Dinger hier abbaut und dann irgendwann mal lucky ist und wie ich mal hier ein paar zum Beispiel Emeralds besuche oder bekomme. Und manchmal verbirgt sich halt unter irgendeinem Steinchen vielleicht auch mal hier ein bisschen Geld. Das ist mein aktueller PIN-Fortschritt. Ich habe schon 1,09 € von insgesamt 3 Euro. Nachdem ich hier diese 3 Euro insgesamt habe, bekomme ich so einen kleinen PIN im Wert von 3 Cent. Und ja, wie gesagt, ich habe hier schon auch einen Freund. Durch Freunde bekommt man halt so Schlüssel, indem man hier halt so Truhen öffnen kann. Und da können sich halt kleine Schätze drin bewegen. Und ist halt relativ sehr, sehr cool. Und ja, ich erkläre euch mal das Prinzip, wie das geht. Also ich kann es einerseits im Vollbildmodus spielen. Ich hoffe mal, das lädt jetzt gerade, oder das wird gerade geladen. Ich gehe mal wieder lieber raus. Und ja, hier seht ihr, wie gesagt, einmal eine Hilfestellung, wie man halt, was hier was alles ist. Dann gibt es hier Einstellungen. Ich habe hier mal einfach mal Grafikqualität Medium. Tutorial und Merkmale gibt es ja natürlich auch. Dann wie gesagt einmal Vollbild, hier der PIN-Fortschritt mit diesen Emeralds, kann ich euch gleich nochmal sagen, kann man das Werkzeug kaufen. Das sind meine abgebauten Blöcke bis jetzt schon, ich habe schon 2538 abgebaut. Hier wird immer angezeigt, wer wie viel was gewonnen hat, insgesamt auf dieser ganzen Karte. Und hier die Freundesliste, rechts haben wir dann die Statistik, immer von mir. Ich habe wie gesagt so viel abgebaut, ich habe so viel verwendete Werkzeuge insgesamt abgebaut. In dieser Runde habe ich 2500 abgebaut, insgesamt habe ich schon fast 32.000. Sammelkarten eine und gefundene Energie, Diamanten habe ich schon so viele. Und so, dann gibt es hier einen Rundenfortschritt. Diese Schicht wurde schon zu 93,3% abgebaut, das heißt die nächste Schicht kommt, oder die nächste Runde kommt in 4 Tagen wieder. Für mich jetzt, für euch wahrscheinlich ist es schon die 5. Runde. Und dann hier die Bestenliste, der Erstplatzierte bekommt 100 Euro. Der Zweitplatzierte 50 Euro und der Drittplatzierte 25, Platz 4 bis 100 bekommt 50. Das heißt, der Erstplatzierte, der hat 10 Millionen Blöcke abgebaut. Und in der Top 100 zu sein, muss ich mindestens 634.000 Blöcke abhaben. Ich bin auf Platz 1056, wie ihr seht. Also schon krass auf jeden Fall. Das Spiel muss man schon echt krass suchten. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Wichtigsten, zum Fortschritt und zum zum Freischalten. Wie ihr seht, gibt es hier kleine Bouchers, indem ihr halt so neue Werkzeuge freischalten könnt. Ich habe hier zum Beispiel schon einige freigeschaltet, außer jetzt noch das Facebook-Ticket, was ich nicht ganz weiß, wie man das macht. Aber natürlich könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie ihr diesen Facebook-Boucher bekommt, über die Facebook/PassiveCard-Ausschau. Da habe ich keinen Facebook-Boucher gefunden, deshalb könnt ihr mich das mal gerne wissen lassen. Und wir aktivieren jetzt mal den 13. zusammen. Boucher Paysafe Card News. Finden Sie einen Boucher bei der aktuellen Paysafe Card News. Da klickt man einfach drauf und dann kommt man auf die neue Seite. Hier sieht man alles und googelt und sucht und sucht und sucht. Na, habt ihr ihn schon gefunden? Ich habe ihn schon gerade gefunden im Augenwinkel und zwar war der hier. Dann klickt ihr auf diesen Boucher. Und dann wird das Spiel nochmal komplett neu geladen und dann wird euch nochmal gesagt, yo, du hast einen Boucher gefunden und damit kannst du auch neue Werkzeuge freischalten. Wie gesagt, mit neuen Werkzeugen könnt ihr noch mehr Blöcke gleichzeitig abbauen. Mit dem normalen könnt ihr einen Block abbauen, mit dem zweiten kann man dann 4, mit dem dritten 5 und so weiter und so fort. Ich habe jetzt den hier freigeschaltet, den hier, den thermischen Laser, der hat zum Beispiel, der kann 24 Blöcke per Klick abbauen in seiner Umgebung und den nächsten können wir natürlich auch schon mal freischalten. Wie ihr seht, dann habt ihr hier schon mal ein kleines Tutorial, wie man sich einige machen kann. So, loggen Sie sich in Ihr Paysafe Card Konto ein und holen Sie sich Ihren Voucher in My Plus Shop. Das können wir später machen. Voucher Paysafe Card Guthaben anfragen. Fragen Sie das Guthaben Ihrer Paysafe Card ab und finden Sie einen Voucher. So, das können wir gerne machen. Abfragen und da haben wir den Voucher gefunden. So, da ist er. Ohne einmal etwas abzufragen, könnt ihr einfach direkt draufklicken und hier auf den drauf. Ja, ich verstehe, dass die Cookies benutzen und dann können wir das andere schließen wieder. Und wir kommen wieder in der neuen Seite und wahrscheinlich haben wir dann hoffentlich schon den neuen Voucher eingesammelt. Jo, den haben wir. Sehr, sehr schön. Zack. Weiter freischalten würde ich gerne dann noch Boucher Paysafe Card verwenden. Verwenden Sie die zahlreichen Internet-Services, bei denen Sie mit Paysafe Card bezahlen können und finden Sie einen Boucher.
Das machen wir auch natürlich noch. So, das sind die ganzen Seiten. Und da ist der letzte Boucher. Sehr schön. So, damit haben wir dann schon 3 Bouchers gesammelt in dieser Folge. Natürlich, falls das Event kurz vorm Ende steht oder falls ich die 3 Euro bekommen werde, werde ich das natürlich auch alles aufnehmen und oder versuche es aufzunehmen oder ohne es zu vergessen. Weil, wie gesagt, das Event läuft jetzt noch ein paar Wochen. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der... nee, nicht im Vollbild, sondern Werkstatt. Wir sind jetzt gerade in der... In welcher Runde sind wir denn jetzt gerade? Rundenforschung. So, wir sind in einer Runde 4. Es gibt insgesamt 6 Runden. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geben wird als 6. Und natürlich wäre es natürlich cool. Wir haben schon wieder hier einen größeren Fortschritt. Es haben noch mehr Leute noch mehr abgebaut. Und wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit dem ja, Abbauen? Zuerst fertigt ihr einen neuen Bohrer an. Der kostet euch Kosten pro Stück. Dieser kann jetzt Haltbarkeit von 3 Minuten. Das heißt, ihr könnt damit 3 Minuten jetzt abbauen. Und der hat eine Reichweite von 24 Blöcken. Den fertigen wir jetzt mal an. Ich habe ja jetzt insgesamt 13.800. Damit können wir uns den hier einmal leisten. Der wird dann angefertigt. Und so, damit ihr den auch natürlich aktiviert, suchen wir uns jetzt natürlich erstmal was aus, wo wir abbauen können. Hier zum Beispiel nicht. Aber hier wurde schon alles abgebrast. Alles abgegrast. Das ist krass. Jetzt müssen wir hier natürlich irgendeine Stelle finden, wo wir was abfarmen können. Wie gesagt, bei 93% ist es relativ schwer noch was zu finden, eine Stelle, wo noch nicht viel abgebaut wurde. Wie gesagt, hier nochmal der Würfel in seiner ganzen Pracht. Dann gehen wir mal einfach irgendwo mal hier rein. Und hoffen wir mal, dass wir hier was finden können. So, hier sind zum Beispiel solche Dinger. So sehen die aus. Und wie ihr seht, ich baue hier gerade nur 4 Stück. Also 4 Haltbarkeit. Wenn wir jetzt hier einmal drauf drücken, zack, anfertigen. Seht ihr hier unten, der Timer läuft. Und wir können die ganze Umgebung hier abbauen. Und hoffentlich kriegen wir sogar hier in der kleinen Vorschau vielleicht sogar ein bisschen Geld noch raus. Wäre natürlich richtig, richtig nice. Und ja, jetzt farmen wir, wie gesagt, das Ganze hier alles ab. Und wie gesagt, mit besserem Werkzeug macht das Spielen auch, wie gesagt, mehr Spaß. Und man kann auch, wie gesagt, für kostenlos, wie gesagt, einmal 3 Euro gewinnen. Was ich auch sehr, sehr cool finde. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee von denen, den Entwicklern von PaySafeCard und Enigmax mit der Corporation da. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie ich finde. Und ja, wir farmen jetzt ein bisschen und hoffentlich kriegen wir dann jetzt ein bisschen Geld rein. So, zack, 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 zack. Wie gesagt, immer mühselig. Je länger man das macht, desto verschwitzter werden die Finger oder die Maus. Aber ich denke mal, ich bin voller Hoffnung. Ich habe jetzt, wie gesagt, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hatte ich unter 1 Euro. Dann hatte ich einmal 15 Cent eingesammelt und dann einmal 8 Cent. Also insgesamt schon 23 Cent heute. Klingt zwar auf den ersten Blick nicht viel, aber einfach so Geld verdienen ist ja auch nicht jedem gegeben. Und wenn man danach mit einem 3 Euro belohnt wird, auf jeden Fall. Ich habe jetzt insgesamt für die 1 Euro, ich denke mal davor, weil für die anderen knapp 90 Cent irgendwie knapp eine halbe Stunde gefarmt. Aber wenn die Layers natürlich jetzt komplett neu sind, dann ist es ja auch viel einfacher, indem man halt einfach so Quadrate sich ausbaut und alles Mögliche und dann sozusagen sich durchfrisst durch die Ebene. Aber hier mit den letzten Überbringsel ist natürlich jetzt nicht mehr so cool, die letzten Dinger zu machen. Aber natürlich, wir wollen, dass die Ebene jetzt durch ist und dann, wie gesagt, eine neue Ebene kommt. Wie gesagt, wo wieder mehr Geld ist. Hier gibt es auch einige Events, wie zum Beispiel, man kann eine PlayStation 4 gewinnen. Es gibt 3 Gewinner, also hier gibt es insgesamt welche Obsidian oder Obsiquids oder wie auch immer diese kleinen Kästchen heißen. Könnt ihr euch mal vom Nahen zeigen. Es kann sein, dass es mal sowas geben kann wie ein goldenes Kästchen. Und wenn man das abbaut, dann ist man ein glücklicher von 3 Gewinnern oder vielleicht findet man auch alle 3 goldene Kästchen. Aber dann hat man eine Chance,
Oder dann hat man eine PlayStation 3 gewonnen. Einfach so gesucht und gefunden. Und dann hat man es gefunden und hat einfach so eine PlayStation 4 gewonnen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und auf jeden Fall nochmal ein Ansporn an alle, die einfach mal so 3 € gewinnen wollen. Also ich denke mal mit circa 3 Stunden Suchten, also insgesamt vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag oder so. Und das dann so jeden Tag so mal ein bisschen, kann auf jeden Fall die 3 €, da sind die 3 € safe. Und ja, auf das Event bin ich eigentlich gestoßen über GameKit. Da war man, wie gesagt, auch über andere Spiele, wenn man sich da anmeldet und so alles mögliche kostenlos Punkte bekommt. Und sich darüber dann über diese Punkte, die man dann gesammelt hat, genauso wie bei Apps, verschiedenen Apps für Play Store oder iOS Store, kann man sich da natürlich jetzt ja, alles Mögliche da abfarmen und Steam-Karten und so. So, wir waren jetzt leider nicht mehr glücklich in dieser Folge und habe euch leider kein Geld gezeigt. Oder wie das ist, wenn man Geld gewinnt. Ich mache hier einfach mal random Klicks drauf, dass ich mal mit der Hoffnung. Aber nee, wie gesagt, das ist das Event von PaySafeCard Card mit einer kleinen Zusammenkooperation von Enigmax. Und ja, so sieht der Würfel gerade aus. Wir haben zwar gerade schon fast 95% abgefarmt, deshalb wie gesagt nicht mehr viel hier rauszuholen. Aber dann warte ich wie gesagt bis zur nächsten Ebene. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und ciao, ciao.